Krummstab der Negation. Goblins sind schon ganz schön brauchbar. Sind auch schon ganz schön gedamaged da unten. Und wir brauchen eine neue Mischa. Irgendwas, was wir machen müssen, oder sind wir hier fertig? Sehen wir uns noch mal ein bisschen um hier. Die nehmen wir auch mal mit. Launes Angriffs plus 3. Sind wir hier schon ein paar richtig tolle Items für den Anfang. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Hole ich mir nochmal ein paar Goblins. Und schau mal, ob ich da noch irgendwas freispringen kann. Weil das sieht ja verdächtig aus. Bin gespannt, ob da irgendwas dahinter ist. Da habe ich nämlich, glaube ich, noch nie geschaut. Scheint da eigentlich nichts zu sein. Ich springe trotzdem mal den Rest raus. Oh, doch, ein Foliant der Kraft. Der ist was für uns an Rexa. Die Frage ist, wo müssen wir noch hin? Die Eingänge habe ich alle zugemacht, oder? Habe ich irgendwo einen übersehen? Nee, ich meine, ich habe alle. Okay, stimmt, wir sind schon fertig. So. Was kaufen wir uns hier jetzt? Auftragsmörderklinge, was ist das? Mhm. Das Ding ist ganz schön gut, aber kostet aber auch 2000 Gold. 300 Trefferpunkte, 3 Beweglichkeit. Und 15 Angriffstempo. Was liegt vor mir? Ich werde die Dinger hier wahrscheinlich sowieso nie verwenden. Don't worry, be happy. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Ich kaufe ihm mal die Schuhe der Beweglichkeit hier. Unsere Wege kreuzen sich. Den Text hier lese ich jetzt nicht nochmal vor, den hatten wir bereits.
Was liegt vor mir? 5 Uhr morgens. Ich handle instinktiv. Oh, und die Creeps sind wieder da. Können wir schön trainieren gehen. Entfesselt meine Kraft. Ich werde das hier ein bisschen auskosten mit dieser Bonuskampagne, also ich werde da nicht unbedingt so schnell durchrushen. Dann gehen wir mal zurück nach Orgrimmar. Habt ihr gut gearbeitet, Kleiner. Nehmt diese Sachen, gerechten Lohn sollt ihr schon haben. Was liegt vor mir? Eine arkane Schriftrolle. Naja. Oh, ist doch mal ganz nett. Was haben wir hier noch? Runenhandschuhe. Kraft und Rüstung 3. Oh, das ist auch ganz gut. Meine Beute naht. Ich meine doch, dass wir hier auch was kaufen können, oder? Ja. Gibt's denn hier? Aber auch alles wieder recht teuer. Oh, die wären recht gut. Ich schieb die mal. Okay, ich wollte ja nicht ihm zuschieben. Oh, eine Krone der Könige gibt's ja auch zu kaufen. Uiuiui. Vorerst mal würde ich mich mit noch einem Exemplar davon begnügen. Dann. Ist voll. Ihr seid ein Trickser. Von brauchen wir auch nicht. Was liegt vor mir? Unsere Wege kreuzen. So, dann schauen wir das nächste Mal hier rauf. Ich denke auch, dass man hier wieder rauf muss. Und hier können wir Leute anfeuern. Was können wir da? Trollbärserker, Packbestie? Ah ja. Auch was Nettes. Ja, aber die sind auch recht teuer. Meine Beute naht. Wollte nur mal nachschauen, was man da alles kann. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich gehe mal Richtung Norden nach. Ihr müsst diese Harpien vernichten, ehe sie eine weitere Karawane angreifen. Jep, die Harpien hatte ich jetzt vor. Ich handle instinktiv. Ah, da kommt schon wesentlich mehr Schaden. Oh, okay, die haben auch gar nicht wirklich viel Leben. Du willst mich angreifen. Ich handle instinktiv. Oh, ein Foliant der Intelligenz plus 2. Naja, unsere Helden können hier fernkämpfen, wenn sie Flieger angreifen. Sonst hätten wir kaum Chance gegen fliegende Einheiten. Und den gebe ich erstmal ihm. Ich weiß, dass unser Rexa auch Intelligenz braucht, aber ich finde es bei ihm erstmal wichtiger, damit er besser heilen kann. Ich handle instinktiv. Ich habe wieder Dingo.
auf der Pirsch. So, da scheint es zu den Harpien rauf zu gehen. Oh, ein Mana-Brunnen. Ah ja, gut. Wir brauchen mal eine bessere Misha, oder? Hat schon ein bisschen mehr Leben. Die kann jetzt außerdem Hieb. Die lernt auch später noch mehr, oder? Oh, ab dem nächsten kann sie Keule. Das ist, glaube ich, eine etwas bessere Version vom Hieb. Meine Beute naht. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Heilen wir mal schön durch. Wenn wir schon Mana-Brunnen haben. Und da müssen wir woanders rauf, wenn ich das richtig sehe. Oh, Murlocs. Komm, die verhauen wir. Immer schön drauf hier. Gibt ja auch Gold. Entfesselt die Bestie. Was liegt vor mir? Ich wandere allein. Ich handle instinktiv. Auf der Pirsch. Ah, da sind noch mehr Harpien-Sperrinnen. Geht ja hier noch schön einfach. So. Ich handle instinktiv. Unsere Wege kreuzen sich. Auf der Pirsch. Das sind schon ein bisschen heftigere Viecher da. Ich handle instinktiv. Ein Auferstehungsstein. Ich glaube, wir können immer nur einen aktiv haben, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, du brauchst eine bessere Heilwelle. Ihr seid ein Trickser. Ich kapier schon, Mann. Ein Auferstehungsstein. Das Ding. Haben wir den auch aktiviert? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man immer nur einen aktiv haben kann oder ob man immer am nächsten aktivierten wiederbelebt wird. Ich hoffe mal zweiteres. Ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Die Heilwelle macht jetzt schon ein bisschen mehr. Ich kapier schon, Mann. Das Ding. Süß. Unsere Wege kreuzen sich. Und denn hier scheint es auch weiter zu gehen. Oh, noch mehr Harpien. Ich hole mal das Stachelschwein wieder. Ich handle instinktiv. Wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn wir von der anderen Seite gekommen wären. Wenn ich das jetzt so betrachte. Also wie gesagt, ich habe das hier nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe das, glaube ich, auch erst zweimal insgesamt gemacht. Oder nehmen Goldmünzen. Gold kann man nie genug haben. Und eine Rune der Heilung. Ja, lenkt Misha die ganzen halt ein bisschen ab. Naja, funktioniert nicht ganz so gut mit dem Ablenken. Haben hier scheinbar auch so eine Art Bedrohungsverhalten.
Die kann man auch wieder kaputt machen, oder? Ich glaube aber nicht, dass sich das hier lohnt. Ich habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege kreuzen sich. Lass mich einschlafen. Das ist böse. Ich wandere allein. Auf der Pirsch. Ich handle instinktiv. Die machen ja komische Geräusche, die Stachelbestien. Ich wandere allein. Blattfeder. Ah, sind wir schon fast am Ziel hier. Hierher zu kommen. Wir haben keine Angst vor euch, Orks. Wir lassen uns von euch nicht aus unserem Land vertreiben. Ich habe nicht vor, euch zu vertreiben. Ich werde euch hier begraben. So, Blattfellers Herz. Das müssen wir mitnehmen. Dann nehmen wir mal das ganze Gold hier mit. Und dann zurück nach Orgrimmar. Ach, da ging es ja gar nicht runter. Den Clip nicht gesehen. Creeps respawnen ja auch immer wieder. Könnte man sich eigentlich mal eine Zeit lang AFK irgendwo hinstellen und die verkloppen immer automatisch die respawnenden Viecher und leveln dabei und sammeln Gold. So, wo war der Daumen? Ah, endlich sind die Karawanen wieder sicher. Gut gemacht, Krieger. Die Horde steht tief in eurer Schuld. Geht hinunter zur Waffenkammer und sagt, dass ich euch geschickt habe. Man wird euch eine Auswahl exotischer Gegenstände geben. Unsere Wege kreuzen. Na ja, dann schauen wir mal zur Waffenkammer. Die war hier. Hui, da gibt es jetzt ein bisschen mehr als vorher. Aha, erhöht die Rüstung 5 Punkte und die Angriffsrate 20%. Reduziert den durch Distanzangriffe verursachten Schaden auf 70%, erhöht außerdem die Rüstung eines Helden um 5 Punkte. Aha. Und Klingenbannrüstung. Gewehr, den in der Nähe befindlichen Einheiten einen Verteidigungsbonus von 1 Punkt, erhöht die Rüstung des Helden um 7. Ich hätte eigentlich fast gesagt, ich nehme die Feuerhandhandschuhe. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Wow, das sehe ich auch, das hat ja auch einen Effekt, der hat die Beweglichkeit um 10 Punkte. Uiuiui, das ist ja ganz schön stark. Meine Beute naht. Was lassen mich hier da? Ich wäre eigentlich fast für den Ring des Schutzes.